Erstmal einen schönen guten Tag. Es freut mich, dass Sie und ihr gekommen seid. Wir haben einen besonderen Grund, einen besonderen Gast. Unsere Freundin Miriam Mahn, deren schöpferische Kraft, Klugheit, Witz und Resilienz wir bewundern. Miriam ist politische Aktivistin, Autorin und preisgekrönte Theatermacherin und Mitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ISD. Ihr Roman Issa, der gerade erschienen ist, wurde 2 Tage nach Erscheinen bereits in die 2. Auflage gegeben und wurde für den Debütpreis der Lit Cologne vorgeschlagen. Sie ist, wie Sie wissen, Stadtverordnete der Grünen in Frankfurt und Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Wissenschaft und Sport und Mitglied weiterer 2 Fachausschüsse. Ihre Themen sind Diversität, Antidiskriminierung, Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe. Sie setzt sich außerparlamentarisch und parlamentarisch und beruflich gegen alle Formen der Diskriminierung und für mehr Diversität ein. Als freiberufliche Referentin für Diversitätsentwicklung besitzt sie Referenten des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, des Historischen Museums Frankfurt, des Bistums Limburg, von ZDF, RBB und HR-Info, der Landeshauptstadt Mainz und vieler anderer öffentlicher und privater Institutionen. Die Liste wäre jetzt zu lang. Wir stehen in wesentlichen Fragen auf der gleichen Seite, gegen alle Formen des Rassismus und des Antisemitismus, für Ökologie, Feminismus und Basisdemokratie. Sie und wir kommen, wenn auch aus verschiedenen Jahrzehnten, aus der Ökologiebewegung. Manfred Zierern und ich aus der Anti-AKW-Bewegung der 1970er Jahre und Miriam aus dem Widerstand gegen den Braunkohletageabbau in Garzweiler der 2010er Jahre. Das wissen viele komischerweise über dich gar nicht, was du da alles angestellt hast. Wir freuen uns. Miriam Mahn verlässt die grüne Stadtverordnetenfraktion und tritt zum 1. April 2024 in die Fraktion Ökolinks 11 im Römer ein. Was alles hinter den Kulissen der Grünen Partei und des Römers geschah, bis sie so entschied, wird sie Ihnen jetzt selbst erzählen. Sie werden leicht erkennen, wie viel politischen Sprengstoff diese Ereignisse und das, was sie schildern wird, erzählen. Wir freuen uns jedenfalls riesig, noch enger mit ihr zusammenzuarbeiten zu können und begrüßen Sie sehr herzlich bei uns. Wow. Okay, dem jetzt noch folgen. Danke, Jutta, und danke, Manfred. Und danke Ihnen alle, dass Sie gekommen sind und mir zuhören wollen. Ich habe hier sehr genau alles aufgeschrieben, was eigentlich gar nicht meine Art ist, aber ich möchte nichts Falsches sagen. Und alles, was ich hier sage, kann ich belegen und habe auch Zeugen dafür, die für Ihre Nachfragen gerne auch noch zur Verfügung stehen. Im Jahr 2020 trat ich den Grünen bei, um mich nach den rassistischen Morden von Hanau und dem Mord an George Floyd im Frankfurter Stadtparlament gegen Racial Profiling und rassistische Narrative einzusetzen. Leider wurde mein Engagement seit der Kommunalwahl 2021 bis heute vor allem von Widerständen innerhalb meiner Partei überschattet. Gleich nach Bekanntwerden meiner Kandidatur rief mich die damalige Parteivorsitzende der Grünen, Beatrix Baumann, an und versuchte mich davon abzubringen, für einen aussichtsreichen Platz zu kandidieren. Trotzdem behauptete sie nach meiner erfolgreichen Platzierung auf Platz 13 gegenüber den Medien, ihre Kandidatur zu meinen Gunsten zurückgezogen zu haben und aus Gründen der Diversität hinter mir zu stehen. 2021. Die Satzung der Grünen legt fest, dass jeder 2. Platz auf Wahllisten ein Frauenplatz sein soll und die anderen Plätze offene Plätze, das heißt für alle Personen offen sind. Es gibt bisher keine maximal 50% Quote für Frauen bei den Grünen, sondern eine mindest 50% Quote. Dennoch wurde mir auf einem Vorbereitungstreffen für diese offenen Plätze auf der Kommunalwahlliste klargemacht, dass diese inoffiziell Männern vorbehalten sind. Wer von diesen ungeschriebenen Regeln abweicht, erlebt Nachteile. In den letzten 3 Jahren habe ich von mehreren Mitgliedern der Frankfurter Grünen das diskriminierendste und undemokratischste Verhalten innerhalb der gesamten Grünen Partei erlebt.
Frau Baumann zum Beispiel beschimpfte sogar schwarze Künstlerinnen auf der Frauenvollversammlung, die eingeladen worden waren, um auf rassistische, sexualisierte Gewalt aufmerksam zu machen. Als eine eingeladene schwarze Künstlerin mit Hijab von ihrer Mehrfachdiskriminierung berichtete, warf ihr Beatrix Baumann Geschichtsvergessenheit vor, weil Frauen schon im Mittelalter als Hexen verbrannt worden seien. Anfangs verhielten sich nur einzelne grüne Stadtverordnete mir gegenüber beleidigend, diskriminierend, undemokratisch und rassistisch. Aber ich lernte schnell, dass es sich um eine diskriminierende Struktur in der Fraktion und in der Koalition handelte, die von diesen Personen aufrechterhalten wurde. Gemeinsam mit einem anderen Parteimitglied wiederbelebte ich die AG Vielfalt der Grünen. Unsere Absicht war es, BIPOC, People of Color, die keine Mitglieder der Grünen waren, einen niedrigschwelligen Weg in die Parteistrukturen anzubieten und einen Raum für einen diskriminierungssensiblen Austausch zu schaffen. Offensichtlich war das nicht gewünscht. Prompt wurde die AG von Landtagsmitgliedern vereinnahmt, unter ihnen der Frankfurter Landtagsabgeordnete Markus Bocklet und der damalige Sprecher der Frankfurter Grünen, Götz von Stumfeld. Sie begannen, die Treffen zu dominieren, bis die meisten BIPOC-TeilnehmerInnen die AG verlassen hatten. Die AG Vielfalt ruht zurzeit. Frisch ins Stadtparlament gewählt, schrieb ich meinen ersten Antrag zur Ächtung der beiden rassistischen Begriffe N-Wort und M-Wort. Mein Antrag geriet in die Koalitionsrunde, wo ihn die FDP sofort ablehnte. Monatelang wurde der Antrag zwischen den Grünen und der FDP verhandelt und es verging keine Sitzung ohne rassistische Äußerungen. Die FDP-Stadtverordnete Isabel Schnitzler ging so weit, dass sie mich in einem Telefonat mehrmals aggressiv mit dem N-Wort bezeichnete. Sie hat das später noch verteidigt. Ich berichtete der Fraktion davon, aber Frau Schnitzler wurde keine Grenze gesetzt. Ich wurde nicht verteidigt. Man konnte keine Störungen in der Koalition gebrauchen. Am 24. Oktober 2021 unterbrach ich in der Paulskirche kurz die Laudatio bei der Friedenspreisverleihung des deutschen Buchhandels, um darauf hinzuweisen, wie paradox es ist, der bedeutendsten simbabwischen Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga diesen Preis zu verleihen, während gleichzeitig schwarze AutorInnen ihre Auftritte auf der Frankfurter Buchmesse absagten, weil sie sich dort durch die Präsenz rechter Verlage bedroht fühlten. Damit brachte ich den konservativen Flügel der Grünen endgültig gegen mich auf. Einzelne Fraktionsmitglieder, unter anderem Uwe Paulsen, distanzierten sich sogar öffentlich von mir. Im Januar 2022 stand der Antrag zur Ächtung des N-Wort und des M-Wortes auf der Tagesordnung der Plenarsitzung. Die Opposition wollte eine namentliche Abstimmung verlangen. Die grüne Fraktion entschied sich, für Zurückstellung des Antrags zu votieren. Ich erklärte, dass ich als schwarze Frau nicht wie die restliche Koalition für Zurückstellung votieren werde, sondern den Antrag diskutieren und gerne bei einer namentlichen Abstimmung annehmen wollte. In der Fraktion entbrannte daraufhin eine hitzige Debatte über Fraktionsdisziplin. Die Mehrheit der Grünen-Fraktion entschied, mich aus der Plenarsitzung auszuladen. Die grüne Stadtverordnetenvorsteherin Hilleme Aslana verlangte eine E-Mail von mir, in der ich mich bei ihr für das Plenum krank melden sollte. Das habe ich nicht getan. Ich war nicht krank. Trotzdem meldete mich die Fraktionsvorsitzenden krank und stellten geschlossen den antirassistischen Antrag zurück. Angeführt von den Vorsitzenden Dimitrios Bakakis und Tina Zapf-Rodriguez und mitgetragen von der Stadtverordnetenvorsteherin sowie der gesamten grünen Fraktion wurde ich gehindert, mein Mandat auszuüben, weil ich nicht so abstimmen wollte, wie die Mehrheit es wollte. Meine Freiheit als gewählte Abgeordnete wurde von den Grünen eingeschränkt. Erst im März 2022, also ein Jahr nach der Kommunalwahl, durfte ich eine Rede über strukturellen Rassismus halten. Danach durfte ich über ein Jahr nicht mehr für meine Fraktion sprechen. Wichtig zu wissen ist, dass niemand jemals ausgesprochen hat, dass ich nicht sprechen dürfte. Es wurden jedoch, wenn meine Themen wie Kultur oder Rassismus behandelt wurden, immer
schon vor der Fraktionssitzung in kleineren, nicht öffentlichen Runden die Redezeit an andere Fraktionsmitglieder vergeben, bei denen die Vorsitzenden sicher sein konnten, dass sie sich auch an die Sprachregelungen der Fraktion halten würden. Sogar Kulturthemen, die qua Amt, ich bin ja Vorsitzende des Kulturausschusses, in meinen Bereich fielen, wurden anderweitig vergeben. Im Sommer 2022 sollte das Parlament den Oberbürgermeister Feldmann abwählen. Ich brach vor der Abstimmung wegen eines medizinischen Notfalls auf der Toilette zusammen, wo ich von einer Fraktionskollegin gefunden und ins Krankenhaus gefahren wurde. Dort nahm man mich sofort stationär auf. Währenddessen verlangten einige Mitglieder der Koalition, unter anderem Hilmi Aslana, Dana Kube, Beatrix Baumann und Christoph Rosenbaum, meinen Parteiausschluss, weil sie unterstellten, dass ich der Abstimmung absichtlich fernblieb. Selbst als ich später mit dem Arztbrief aus dem Krankenhaus nachgewiesen hatte, dass ich der Abstimmung nicht absichtlich ferngeblieben war, verlangten einzelne Mitglieder immer noch, dass ich mich dafür entschuldigte, mich nicht ordnungsgemäß abgemeldet zu haben. Menschen und Gesundheit werden dem Koalitionsfrieden untergeordnet. Im Frühjahr 2023 gab ich meine Kandidatur für die Europaliste bekannt. Die Auseinandersetzungen eskalierten. Der grüne Parteivorsitzende Omid Nuripur erklärte den Sprecherinnen der Frankfurter Grünen, dass es zur Priorität gemacht werden müsse, mich als Kandidatin für Frankfurt zu verhindern, mit allem, was nötig sei. Kurz danach wurde Leonie Völker aus Brüssel überraschend zum neuen Mitglied der Frankfurter Grünen erklärt und als Frankfurter Gegenkandidatin aufgestellt. Auf der Bundesdelegiertenkonferenz im November 2023 erreichten die politischen und rassistischen Übergriffe in den Grünen gegen mich einen Höhepunkt. Die grüne Satzung erlaubt es jedem Mitglied zu kandidieren. So stand meiner Kandidatur nichts im Weg. Ein Votum des Landesverbands zu haben, ist auch keine Bedingung. Ich beachtete diesmal sogar die ungeschriebenen Gesetze und kandidierte so, dass ich keine Gefahr für die hessische Kandidatin darstellte. Schon am Vortag gab es vielfältige, unangenehme Versuche, mich von meiner Kandidatur abzuhalten. Der grüne hessische Landtagsabgeordnete Markus Bocklet verleumdete gegenüber Delegierten meine Arbeit als Stadtverordnete und stellte sie grob fahrlässig falsch dar. Er hat noch nie mit mir gesprochen, aber er verbreitete sogar Lügen über meine Lebensgeschichte. Am Tag der Aufstellung der Europaliste wurde ich während des ganzen Tages auf verschiedene Weise so beleidigt und angegriffen, dass ich mich schließlich nur noch mit Unterstützung junger Grüner, vor allem aus der grünen Jugend, durch den Saal bewegte. Dann war ich aufgerufen, mich den Delegierten als Kandidatin für das Europaparlament vorzustellen. Auf dem Weg zur Bühne wurde ich von Sabine Döpfner, Frankfurter Unternehmerin und Sprecherin der Grünen im Nordend, körperlich angegangen und bestimmt. Sie stürmte auf mich zu, stieß mich und schrie mich an. Sie riss mir meine Rede aus der Hand, Teile zumindest davon. Während meiner kurzen Rede kam es dann noch zu gezielten akustischen Störmanövern. Ich musste freisprechen, da mir Teile meiner Rede fehlten. Ich wurde nicht gewählt. Wir haben es gleich. Letzte Seite. Später wurden mir Screenshots weitergeleitet, die belegten, dass unter anderem die hessische grüne Landesvorsitzende Sigrid Erfurth Delegierte bedroht hatte, damit sie mich nicht wählen. Realo-Delegierte, vor allem aus Hessen und Bayern, beobachteten die Handabstimmgeräte von Delegierten. Dann, man kann so erkennen, wer wie abstimmt. Mitglieder der Grünen Jugend, die mich unterstützen wollten, wurden bis auf die Toilette verfolgt und bedroht, um sie davon abzuhalten, für mich zu stimmen. Wie gesagt, ich kann all diese Vorwürfe belegen. Mitglieder des Landesverbandes Hamburg und des Kreisverbandes Berlin-Friedrichshain-Kreuzbergs meldeten die Vorfälle auf dieser Bundeskonferenz an den Bundesvorstand. Ich meldete sie ebenfalls mit einem ausführlichen Brief dem Landes- und dem Bundesvorstand. Bis heute hat keines der beiden Gremien Konsequenzen gezogen. Niemand hat sich distanziert, niemand hat um Entschuldigung gebeten. In meinen wildesten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die Grüne Partei zu solchen Maßnahmen greifen würde, um meine demokratische Wahl zu verhindern und dass das ohne Konsequenzen bleiben würde. Daraus ziehe ich jetzt die Konsequenz.
Warum gehe ich zu Ökolinks? 11 im Römer. Jutta Ditfurth und Manfred Ziran haben sich in den letzten 3 Jahren als konsequente Antifaschistinnen bewiesen. Auch durch inhaltliche Arbeit innerhalb des Kulturausschusses habe ich mich über die Jahre mit Jutta Ditfurth angefreundet. Zudem gehört sie zu den lautesten Stimmen, die auch immer das undemokratische Verhalten von demokratischen Parteien kritisieren. Ihre Solidarität mir gegenüber, wenn ich offensichtlich diskriminiert oder zum Schweigen gebracht werden wurde, ging immer über Parteifarben und Grenzen hinweg, was ich über die Jahre zu schätzen gelernt habe. Dies ist besonders im Zusammenhang mit den intransparenten, machthungrigen Strukturen im Römer umso mehr zu schätzen. Ich will dazu beitragen, das Leben der FrankfurterInnen direkt zu verbessern, indem ich weiterhin in der Kulturpolitik, Wirtschafts- und internationalen Politik aktiv bin, auch im Römer. Deswegen ist es für mich naheliegend und selbstverständlich, mein Mandat weiter auszuüben, und zwar in der Fraktion Ökolinks 11 im Römer. Ich hoffe, hier das, was ich ursprünglich mit meiner Kandidatur erreichen wollte, tun zu können. Inhaltliche politische Arbeit in einem solidarischen, nicht rassistischen und nicht diskriminierenden Umfeld. Und ich möchte nach den Plenarsitzungen noch in den Spiegel schauen können. Danke, soweit erstmal. Wenn Sie Fragen haben, dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Wir haben das. Haben Sie das Gefühl? Ja, das ja, ja. Hilfreich. Also ja. Ich kann es auch gerne noch zu. Naja, jeder, ich schreibe auch immer das mit, was ich besonders wichtig. Ich kann es auch gerne noch zumailen, dann. Wer möchte noch? Und dann gibt's. Manfred, geht noch weiter. Niemand hat einfach Fragen. Könnten Sie mich bitte erlösen? Nein, Sie werden gerade mit Papier erschlagen. Alles? Okay. Mann, wie alt sind Sie? Muss ich nicht suchen. Ich bin 34. Ich werde im Juni 35. Ich bin also zu jung, um Jahre im Stillstand zu verbringen. Das ist genau. Frau Mann, dass es bei dem M-Wort-N-Wort-Antrag da sehr gehakt hat, war bekannt. Die Fraktion hat ja dann diesen Antrag selbst gestellt. Wenn ich Sie richtig verstehe, waren die Geschehnisse auf dem Parteitag zur Wahl der Europaabgeordneten der letzte Auslöser, richtig? Ja, das war der letzte Auslöser. Haben Sie die Grünen darüber informiert? Ich werde die Grünen jetzt über meinen Austritt informieren. Ich habe aber in dem Brief, den ich an den Kreis-, Landes- und Bundesvorstand geschrieben habe, eine Frist gesetzt. Die war erst zum 1. Dezember. Dann wurde mir du meinst die Frist zur Bundeskonferenz? Genau, also genau. Zu einer Stellungnahme. Und wurde verstrichen gelassen. Ich habe sie dann verlängert zum 1. Januar 2024 und dort ganz klare Forderungen gestellt, unter anderem eine Stellungnahme und Distanzierung von den Ereignissen, dass sich in irgendeiner Form bei mir entschuldigt wird, vor allem von den Menschen, die mich ja tatsächlich auch angegriffen haben, und dass in irgendeiner Form Konsequenzen folgen müssen darüber, wie mit Menschen umgegangen wird, die kandidieren wollen, und dass sie an ihrem demokratischen Recht nicht abgehalten werden. Und all das blieb bis zum 1. Januar unbeantwortet. Es wurden mir dann verschiedene Einzelgespräche angeboten, die ich immer abgelehnt habe. Und ich habe meine Forderungen immer wiederholt. Und nach dem 1. Januar habe ich dann auch nicht mehr reagiert. Und apropos letzter Anlass, diese Bundeskonferenz. Und ich meine, eine Rednerin derartig zu behandeln den ganzen Tag, um sie zu verunsichern und dann noch körperlich anzugreifen und ihr dann noch ein Redemanuskript wegzureißen, während sie auf dem Podium geht. Ich stelle mir vor, ich wäre in so einer Situation, dann in 5 Minuten eine Rede halten zu müssen
von der ich nur noch einen Teil in der Hand habe. Ja, und deine Parteikollegen stehen da und buhen. Und buhen, ja. Und buhen organisiert, nicht nur einzeln. Organisiert buhen sie dich aus. Aber abgesehen davon finde ich ja persönlich, ich wusste auch nicht alles. Ich wusste einiges aus der Zeit, in der wir befreundet sind. Aber ich muss sagen, ich finde es nicht zu unterschätzen, dass die oberste Bürgerin der Stadt, die Stadtverordnetenvorsteherin, die Grüne, so Grüne ist, an Fraktionssitzungen teilnimmt, mehr oder weniger regelmäßig, weiß ich nicht, dann einen Vorschlag macht, wie man eine Stadtverordnete entrechtet und ihr aufnötigt, sich krank zu melden, obwohl sie nicht krank ist, damit sie dort nichts Unpassendes sagt. Ich bin gestern auf dem Weg in die Stadt an Riesenplakaten vorbeigekommen, die so an der Bleichstraße sind, ums alte Telekom-Gelände. Und da gibt es ein Riesenplakat, das habe ich auch fotografiert, wo Helimir drauf ist und was sagt über sie, sei die Verteidigerin von Recht und Freiheit. Da muss ich irgendwie kurz und ein bisschen sarkastisch lachen. Also, ja, also diese Funktionsgeschichte, die habe ich, ich habe meine eigenen Erfahrungen mit den Grünen, aber so, dass es so weit gehen würde, körperlich anzugreifen und Rechte wegzunehmen, das hätte ich nicht gedacht. Also und ich habe hier auch absichtlich nur die Sachen aufgeschrieben, die ich auch wirklich entweder mit Audioaufnahmen oder Screenshots belegen kann. Es ist noch sehr viel mehr vorgefallen, aber ich glaube, das reicht, um zu verstehen, wie die Stimmung war und wie der Druck auch herrscht und wie auch mit anderen Abgeordneten, jungen Abgeordneten, die sich mit mir solidarisiert haben, im Nachhinein umgegangen wurde. Das ist extrem undemokratisch. Und in Zeiten nach der Korrektivreportage und mit dem Erstarken von Rechts, wo es umso mehr, so sehr wie noch nie darum geht, dass die demokratischen Parteien einen Gegenwind darstellen und wir unsere Demokratie verteidigen. Und wenn dann die demokratischen Parteien sich auf so eine Art undemokratisch verhalten und so mit marginalisierten Menschen umgehen, dann haben wir niemals die Chance, diesen Rechtsdruck tatsächlich zu verhindern. Ganz genau. Aber gegen diesen Rechtsdruck werden wir jetzt gemeinsam kämpfen. Ja. Jawohl, aus der Opposition. Wann wirst du denn die Grünen dann jetzt informieren? Also morgen? Heute. Also ich werde, ich habe heute meinen Austritt bekannt gegeben und ich werde jetzt nach dieser Pressekonferenz eine E-Mail schreiben und auch meinen Austritt aus der Fraktion bekannt geben. Ich denke nicht, dass es viele Leute überraschen wird, weil ich auch immer sehr offen und klar kommuniziert habe, wie unzufrieden ich bin und welche Strukturen ich kritisiere und dass ich diese Strukturen für untragbar halte. Der Punkt ist aber, dass wir gerade gesellschaftlich in einer Zeit sind, in der das immer weiter so keine Option ist. Und die Grünen Frankfurt haben das nicht verstanden und die Grünen Hessen auch nicht und eigentlich die Bundesgrünen auch nicht. In Gestalt von Omid Nuripur, jawohl, die Parole und es bricht mir auf keinen das, Fall gewählt werden es darf. Bricht mir auch das Herz, weil wir natürlich genau jetzt, ich auch nach Hanau die Hoffnung hatte und dachte, das ist die einzige Partei, mit der ich eine Chance sehe, hier zu arbeiten und auch wirklich Veränderungen zu erzielen. Aber schon als wir die Koalition mit der FDP gegen große Widerstände der Basis durchgedrückt haben, habe ich gesagt, dass ich Zweifel daran habe, ob mit dieser Koalition das nächste Hanau zu verhindern ist. Und 3 Jahre später bin ich mir sehr sicher, dass mit dieser Koalition das nächste Hanau nicht zu verhindern ist, wenn nicht aufgewacht wird und tatsächlich ganz genau sich die Leute im Spiegel anschauen und sich überlegen, warum sie hier sind, was sie wirklich bewirken wollen und sich fragen, ob sie das tun, indem sie an ungeschriebenen Gesetzen festhalten, indem die Parteifarbe über allem steht und indem jede Person, die von der angegebenen Marschrichtung auch nur 1 Millimeter abweicht, zum Schweigen gebracht wird. Ich jetzt mal den übernächsten Schritt mache. Mhm. Also natürlich die Grünen fragen, sagen, das stimmt alles gar nicht. Die wollen einfach ihre Kandidatur durchdrücken. Kennt man ja, wie jeder zweite Partei aus Deutschland. Noch mehr als jeder zweite Partei aus Deutschland. Den Grund, dass die Leute nicht das werden, was sie werden wollen und so.
Wie würden Ihre Antwort darauf lauten? Ach, die ist ziemlich einfach. Also die ist ziemlich einfach, weil die Politik mein allergrößter Albtraum ist und ich würde niemals hier sein, wenn ich es nicht für absolut notwendig gehalten hätte. Und nicht für absolut notwendig halten würde. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich Theaterstücke und Bücher schreiben und mein Leben genießen. Der Grund, der Schritt aus dem Aktivismus raus in die Parteipolitik und in die Parlamentsstrukturen zu gehen, war, dass wir Menschen mit am Tisch brauchen, die Aufmerksamkeit auf die Themen lenken, die sonst nicht verhandelt werden. Wie geht es den marginalisierten Menschen in dieser Stadt? Das Parlament, also so die Stadtverordnetenversammlung, bildet nicht annähernd die Diversität einer Stadt wie Frankfurt am Main ab. Und in den seltensten Parlamentssitzungen, die ich in den letzten 3 Jahren erlebt habe, sprechen wir über die Dinge, die die Menschen jeden Tag in dieser Stadt beschäftigen. Und dann auch noch mitzukriegen, mit welchem Widerstand begegnet wird, wenn man marginalisierte Themen, marginalisierte Perspektiven einbringen möchte, das bricht mir tatsächlich das Herz und das nimmt mir auch ein Stück weit die Hoffnung. Und trotzdem weiß ich, dass ich gewählt wurde von Frankfurterinnen und Frankfurtern, die mich nicht gewählt haben, weil ich bei den Grünen bin, sondern die mich aufgrund meiner jahrelangen Arbeit gewählt haben. Und diese Menschen repräsentiere ich nach wie vor. Und mein Problem ist nicht, dass ich nicht gewählt wurde. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich gewählt werde. Ich bin nicht naiv. Ich bin vielleicht mutig, aber nicht dumm. Ich habe trotzdem kandidiert, weil ich alle demokratischen Mittel ausschöpfen wollte, um meine Themen auch auf diesem Parteitag zu platzieren. Und das habe ich getan und das war für mich auch ein Erfolg. Und trotzdem werde ich nicht tatenlos zusehen und nicht akzeptieren, auf diese Art behandelt zu werden und vor allem, dass das komplett konsequenzlos stehen bleibt und die Grünen denken, das einfach aussitzen zu können. Taten haben Konsequenzen und die Grünen wollten keine ziehen und das hier ist meine. Aber ich, Berufspolitikerin, mein Gott. Nein, ich weiß ja noch, wie du mir erzählt hast, du wirst da auf jeden Fall kandidieren, die Aussichten seien gering, aber du wolltest einmal vor diesem Bundesparteitag diese Rede gegen Rassismus halten. Jawohl. Das sind ja auch Bühnen. Ja. Wem soll ich denn die... Schicken Sie es ruhig mir. Okay. Ja, habe ich von Ihnen eine E-Mail? Ja, ich habe zumindest Ihre Einladung bekommen. Das ist schön, da hatte ich vieles dafür. Okay, ich bin da manchmal etwas trottelig, sorry. Alles gut. Gerne. Ja, okay, alles klar. Vielen Dank fürs Kommen. Ich bin gespannt, was es zu lesen gibt.